Gruppe F, Krakau, Norwegen trifft auf Nordmazedonien. Es ist der erste Auftritt für beide Teams bei dieser Weltmeisterschaft. Auf Sander Sargosen ruhen die Hoffnungen der Norweger auch bei diesem Turnier. Erstes Tor des Spiels, Sander Sargosen gespielt eine knappe Minute. Und Sargosen auch mit dem zweiten Tor. Der Superstar, der Norweger, 2:0 nach gut 3 Minuten. Dann knapp 5 Minuten vorbei, erster Treffer für Nordmazedonien. Schöne Auslösebewegung von Taleski und Philipp Kuzmanowski von Hannover-Burgdorf. Wir machen einen kleinen Sprung. Norwegen führt nach knapp 12 Minuten mit 2 Toren. Jetzt Güllerüd. Es ist die erste 3-Tore-Führung für Norwegen. Nordmazedonien bleibt dran, Norwegen wie ein Uhrwerk. Sargosen und wieder Güllerüd, 8:5, Viertelstunde vorbei, zweiter Treffer. Für Güllerüd. Die Nordmazedonier bleiben ein unbequemer Gegner. 7 Meter, sie verkürzen auf 8:6 deren Manaskov. Auf der anderen Seite steigert sich Torhüter Mitrevski und Manaskov steht wieder an der 7-Meter-Marke. Knapp 17 Minuten gespielt, Anschlusstreffer Nordmazedonien, 8:7. Norwegen jetzt nervös, sie werfen zu viele Bälle zu schnell weg und die Nordmazedonier mit dem schnellen Gegenstoß und wieder Kuzmanowski, Philipp Kuzmanowski, erstmals der Ausgleich in dieser Partie. Hoffnung beim Außenseiter, aber die Norweger ziehen das Tempo wieder an. Sargosen mit dem Auge, das Tor war leer, Norwegen in Überzahl, 11:9 Führung. Und sie behalten das Tempo bei. Immer wieder technische Fehler der Nordmazedonier. Norwegen jetzt mit individueller Qualität und mit viel Tempo. Sebastian Barthold, er spielt in Aalborg. Norwegen wieder mit 3 Toren vorn. Es bleibt knapp. Norwegen lässt Chancen liegen. Bjørnsen scheitert hier an Mitrevski. Und im Gegenzug trifft wieder Manaskov. 13:11. Nordmazedonien wieder auf 2 Tore ran. Aber auf der Gegenseite ist es immer wieder Sander Sargosen. 3 Minuten noch auf der Uhr, 15:11. Und Norwegen setzt sich jetzt ab. Sebastian Barthold sicher aus 7 Metern. Und dann sind es noch ein paar Sekunden. Wieder der Ballverlust. Und Sargosen, er sieht wieder Barthold. 18:11, die deutliche Führung des Favoriten zur Halbzeit. In Krakau. Zweite Halbzeit, kann es der Außenseiter hier noch einmal spannend machen. Geht es nach ihm, dann nicht. Sander Sargosen, erstes Tor der zweiten Halbzeit, 19:11. 8 Tore Führung für Norwegen. Jetzt Riesenlücken am Kreis bei Nordmazedonien. Sargosen, technisch fein. 6. Tor für den Mann vom THW Kiel, 22:13. Nach engem Spiel im ersten Durchgang ist doch ein leichtes Auftaktmatch für Norwegen. Oder Nordmazedonien hat wenig gegenzusetzen. 42. Minute, O'Sullivan, erste 10-Tore Führung für Norwegen. Und auf der Gegenseite Bergerüd im Tor zieht den tapfer kämpfenden Nordmazedonien zusätzlich den Zahn Georgievski. Tolle Parade des norwegischen Schlussmannes aus Kolstad. 8 Tore Führung Norwegen, knappe Viertelstunde vor Schluss. Nordmazedonien jetzt aber noch mal mit viel Moral. Philipp Taleski aus dem Rückraum. Es sind nur noch 7 Tore und gleich noch mal der Rückraumspieler aus Vardar. 29:23, das sieht jetzt schon freundlicher aus. 6 Tore, Rückstand nur noch. Taleski bereitet Norwegen jetzt doch Probleme immer wieder. Taleski, aber hier scheitert er an Bergerüd. Tempo-Gegenstoß Norwegen. Nochmal ziehen sie das Tempo an und Magnus Roth, 33:25, 5 Minuten vor dem Ende. Nordmazedonien gehen jetzt doch die Kräfte aus. Das Ergebnis viel deutlicher als der Spielverlauf. Sie scheitern immer wieder an Bergerüd und Norwegen tut nochmal was fürs Torverhältnis. 38. Tor Norwegen, wieder Magnus Roth auf der Gegenseite. Nordmazedonien mit dem 27. Treffer Ivan Djonov. Am Ende steht es dann 39:27. Guliksen mit dem letzten Treffer des Spiels. Der Favorit siegt deutlich und etwas zu hoch. 39:27 gegen Nordmazedonien.